Jo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ja, wie ihr es vielleicht gerade eben schon gesehen habt, ich habe vor ein paar Minuten, vor einer halben Stunde, schon ein Video hochgeladen. Und zwar gibt es in diesem Video alle Informationen zu neuen Maps, zu Skins, zu was sich in-game alles geändert hat. Und gleichzeitig mit diesem Video ist auch noch ein Brawl Talk online gegangen. Leider hat Supercell uns den nicht vorher zur Verfügung gestellt, ansonsten hätte ich das irgendwie zusammen hochgeladen. Deswegen gibt es nochmal ein drittes Video heute. Und zwar werden wir gleich uns zusammen den Brawl Talk angucken. Ich gebe da mal meine erste Meinung zu. Ich habe ja noch ein bisschen mehr Informationen als ihr vielleicht. Leute, smasht einfach mal richtig fett den Daumen nach oben Button, wenn ihr genauso hyped seid auf das Update wie ich. Und vergesst natürlich auch nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und ich würde sagen, wir springen jetzt mal ganz kurz hier auf mein Handy rüber und reacten dann auf den Brawl Talk. Ich bin echt mal gespannt. Okay Leute, wir sind jetzt hier auch schon im nächsten Cut. Eigentlich wollte ich ja tatsächlich live auf die neue Brawl Talk Folge reagieren. Nur leider hat das Ganze irgendwie nicht geklappt. Wie ihr wisst, ich habe nicht hier mein nötiges Equipment am Start, damit ich das Ganze hier vernünftig machen kann. Deswegen, ich fasse euch heute nochmal alles zusammen auf Deutsch, was jetzt hier alles im Brawl Talk angekündigt wurde. Und zwar haben wir zum einen neue Skins, neue Special Skins, neue allgemeine Skins, dann neue Veränderungen zum Thema Star Power, ein neuer Brawler, der angekündigt wurde, beziehungsweise der jetzt auch schon bestätigt wurde, dass er kommen wird. Und zwar ist es ein Brawler, den ich auch schon mal in einem Video angeteasert habe, der vielleicht kommen könnte und der wurde jetzt einmal bestätigt. Gibt es auch noch am Ende, sieht man dann auch noch, was der neue Brawler denn auch wirklich kann. Ich würde sagen, das allererste wisst ihr ja, Brawl Ball, gab es die Überarbeitung, dass jetzt die Tore nach hinten versetzt wurden, sodass man nicht mehr hinter dem Tor campen kann und dort vorbeispielen kann. Das macht einfach Brawl Ball ein bisschen ausgeglichener. Und wenn man jetzt im Brawl Ball einen Pass spielen will, verbraucht das auch einen Schuss. Muss ich sagen, ist auf jeden Fall eine coole Änderung. Macht Brawl Ball auf jeden Fall ein bisschen ausgeglichener. Jetzt zum Beispiel, wenn ein Gegner irgendwie ein Mortis mit dabei hat und der gegnerische Mortis weiß, wie man Mortis spielt, oder der gegnerische Spieler weiß, wie man Mortis spielt, habt ihr ja auch mal im Video bei mir gesehen, dann ist das auf jeden Fall extrem OP und das ist auf jeden Fall eine gute Änderung, muss ich sagen. Dann gab es ein paar neue Tresorraub-Maps, das wisst ihr ja auch, habe ich ja auch in einem Video vorhin erzählt, und eine weitere wichtige Sache, und da muss ich sagen, das gefällt mir, denn momentan ist es so, dass die Star-Powern, die man für die Brawler freischalten kann, extrem unfair verteilt sind. Zum Beispiel muss ich sagen, die schlechteste Star Power ist meiner Meinung nach die für Cold. Er kann einfach nur schneller laufen. Also das finde ich ist keine Star Power würdig. Da finde ich andere Star Powern von anderen Brawlern auf jeden Fall um einiges besser. Könnt ihr mir auch mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ist zwar nur meine persönliche Meinung, aber trotzdem würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Dann natürlich Leon wurde ein bisschen angepasst. War auch klar, dass sowas gemacht wird. Und ihr wisst es ja momentan, beziehungsweise vielleicht wisst ihr es nicht, ich weiß es auch nicht, das Ganze nennt sich Lunar Neujahr. Ich glaube, das ist irgendwas im asiatischen Raum, dass die Asiaten da noch irgendwie Neujahr, irgendwie ein zweites Mal oder sowas feiern. Verbessert mich gerne in den Kommentaren, ich weiß es auch nicht zu 100%. Aber zu diesem Ereignis, das gab es auch damals immer in Clash Royale, beziehungsweise Clash of Clans, da gab es dann auch immer Sonderangebote. Und hier in Brawl Stars gibt es dann einfach drei Skins, und zwar einmal Brook. Und ohne Spaß, den Brook-Skin, wenn das nicht ein Skin ist, wenn das nicht ein Brook ist, der sich die Girls auf dem Pausenhof nur so sneaken kann, Leute, der packt sie in sein Nähkästchen aber sowas von schnell rein. Also ohne Spaß, den Brook-Skin finde ich echt extrem geil. Dann gibt es auch noch einen Skin für Cold, der sieht auch ganz cool aus. Und der für Daryl, der erinnert mich eher an so eine Pinata. Also der sieht aber auch auf jeden Fall interessant aus. Zwar nicht so mein Geschmack, trotzdem der Brook-Skin. Also ich glaube, den hole ich mir zu 100%. Genauso wie die drei anderen Skins. Und ohne Spaß, der Bull-Skin, der angekündigt wurde, der sieht ja mal so geil aus. Also das passt echt wie die Faust aufs Auge. Bull als hier Rugby-Spieler oder wie auch immer es nochmal heißt. Oder ja doch, Rugby. Und für Poco haben wir einmal so einen Valentin-Skin oder sowas. Und für Raikou habe ich, also von den Skins weiß ich auch schon, die habe ich auch schon in-game gesehen. Einmal den Popcorn, Raikou finde ich auch auf jeden Fall sehr cool. Und dann Leute,
dann wurde ein neuer Brawler angekündigt, und zwar der Flaschengeist, beziehungsweise auf Englisch Gene. Ich habe es ja schon mal in einem Video überlegt, denn da wurde auch schon drüber gesprochen in einem anderen Brawl Stars, in einer anderen Brawl Stars Talk-Runde, und zwar der Flaschengeist. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ich gehe so zu 90% davon aus, ich weiß leider auch noch nicht so genau, ich gehe zu 90% davon aus, dass der Flaschengeist ein mythischer Brawler wird. Also wir haben 3 legendäre Brawler, 3 epische Brawler, 2 mythische Brawler. Super selten und selten, glaube ich, wird er nicht. Und oder das könnte ich mir auch noch vielleicht vorstellen, dass man ihn irgendwie so ab 5000 Pokalen freischalten kann. Aber ich finde dafür... Na, ich weiß nicht. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt. Also ich gehe sehr davon aus, dass er ein mythischer Brawler wird, also eine mythische Rarität ist. Aber wie gesagt... Klärt mich mal aus, Leute, was glaubt ihr? Einfach mal in die Kommentare schreiben. Und am Ende des Videos wollen wir auch nochmal ein kleines, kurzes Gameplay von dem Genie gezeigt, beziehungsweise von dem Flaschengeist. Und zwar sieht man dort, dass er als seine Ulti so eine Art Faust von El Primo, so eine Art Greifarm hat. Dieser Greifarm fährt nach vorne, der hat ultraweite Reichweite, der geht über diesen Kreis, den man da sieht, über diesen Kreisausschnitt, geht da hinaus, greift sich diese Jessie, zwar ist der Flaschengeist auf der maximalen Stufe, also hat Star Power auch, aber trotzdem, der macht bei dieser Jessie 1400 Schaden. Holy shit, wie viel ist das bitte? Alter. Und finde ich auf jeden Fall echt extrem, extrem krass. Flaschengeist ultra, ultra geil. Und Leute, es gibt die nächsten Tage auf jeden Fall auch ein Video auf meinem Kanal zu dem Flaschengeist, wo ich euch das erste Gameplay zu ihm zeige. Also vergesst auf jeden Fall auch nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Hier auf meinem Kanal werdet ihr als allererstes das Gameplay zu dem neuen Brawler sehen. Ich habe, wie gesagt, den Dev-Build-Zugang. Das ist halt einfach, dass ich euch so ein bisschen die Sachen früher zeigen kann, bevor die dann offiziell in App Store reinkommen. Und ja, ich würde sagen, das war's dann jetzt auch mit dem Video. Lasst mir gerne mal eure Meinung in den Kommentaren da. Checkt gerne das Video von vorhin aus, wo ich euch die anderen Sachen vorstelle, die neuen Maps, wie die Skins in-game aussehen. Und dann würde ich sagen, war's jetzt mit dem Video. Euer Clash Games und ciao, ciao.